Der Po fließt nun durch Turin. Einst Regierungssitz des Königreichs Italien, heute Firmensitz von Fiat und eine lebenswerte Großstadt. Das liegt vielleicht auch am großen Fluss, der das Zentrum prägt. Turin ist eine Geburtsstätte des italienischen Rudersports. Der traditionsreiche Verein Caprera residiert hier schon seit 130 Jahren. In einer Garage des Clubs hat ein Bootsbauer seine Werkstatt eingerichtet. Nachdem ein Hochwasser des Po sein altes Studio zerstörte, baut Marcello Renna seine Ruderboote nun direkt auf dem Vereinsgelände. Ich konstruiere Ruderboote. Das nimmt mich so in Anspruch, dass ich nicht merke, wie die Stunden vergehen. Ich betrachte mich als Flusshandwerker, einen Konstrukteur, der seine Arbeit liebt. Aus Kevlar und Carbon fertigt Marcello Renna Bauteile für seine Boote. Eine Hightech-Arbeit, Handwerk auf höchstem Niveau. Schicht für Schicht wird verklebt und dann im Vakuum zu Bauteilen des Ruderboots geformt. Getestet werden die Boote direkt vor Ort, vom Kunden selbst. Die großen Hersteller verfügen über standardisierte Produktionslinien. Ich aber kann gemeinsam mit den Kunden ganz individuelle Lösungen finden. Marcello Rennas Kunden, oft ehemalige Profis, möchten keine Boote von der Stange kaufen, sondern bei der Entwicklung, dem Design und in der Testphase mitreden können. Bevorzugtes Testgebiet für Marcello Rennas Modelle ist natürlich der Po. In Turin gibt es keinen kommerziellen Schifffahrtsbetrieb, auch keine Ausflugsdampfer. Das Gewässer gehört hier allein den Sportlern. Der Po ist, wie sicher auch andere große Flüsse in Städten wie Turin, sehr wichtig, denn er lässt uns ganz besondere Momente erleben. Vor allem uns Wassersportfans. Der Fluss bietet... Es ist ein Paradies. Das liegt auch daran, dass der Po an dieser Stelle von Parks und Grünflächen flankiert wird. Es geht vorbei am mittelalterlichen Schloss Borgo Medievale, allerdings ein Nachbau, errichtet zur Weltausstellung 1884. Einige Kilometer weiter. Das Wasserwerk von Turin, genannt SMAT. Seit 1959 in Betrieb, bezieht es einen guten Teil des Trinkwassers aus dem Po. Es wird direkt am Ufer neben der Anlage entnommen. Diverse Frühwarnsysteme geben stetig Auskunft über Verschmutzungen. Besonders effektiv sind lebende Fische und Muscheln. Geht es Ihnen nicht gut, schlägt das System Alarm. Der Großteil des Trinkwassers kommt aber aus der Tiefe und über Pipelines,
die das kühle Nass direkt von der Quelle des Po aus den Bergen bis zur Stadt leiten.